Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wohlhaus-Team. Ja, heute sind wir schon beim Teil 6 von unseren Quadraten. Und zwar wird das ja eine Decke, die wir ja zusammenstricken. Das wird eine Ronald McDonald Decke, das heißt, für das Ronald McDonald Haus arbeiten wir einmal eine Decke und die wird dann zugunsten für das Ronald McDonald Haus einmal verlost. Ja, ich denke, das wird bei uns in der Wohlhausgruppe passieren. Das weiß ich jetzt, sorry, noch nicht ganz genau, aber schaut da einfach mal rein bei uns in der Wohlhausgruppe. Stricken, Häkeln und mehr bei Facebook. Schaut trotzdem auch einmal so vorbei. Ich denke, wir stricken ja diese Decke einmal gemeinsam. Und dann ist das auch mal schön, wenn man ja untereinander oder wenn man da mal postet, wie weit bin ich, wie weit seid ihr, einmal gucken und so ein gemeinsames Projekt, das macht ja doch Spaß. So, heute sind wir bei einem Rippenmuster. So, das Ronald McDonald House habe ich ganz vergessen zu sagen. Schaut da einfach mal gerne im Internet vorbei, was die so machen. Und das ist ein Haus für Familien, für Angehörige von den kranken Kindern, die hier bei uns in Bad Oeynhausen stationär liegen. Und da die Kinder ja doch teilweise sehr lange hier sind im Krankenhaus, finden die Eltern, die Familien einmal Unterschlupf in diesem Haus. So, das Haus, das ist so toll gestaltet und das ist so liebevoll. Schaut doch einfach mal, wie gesagt, vorbei. Gibt mal ein Ronald McDonald Haus in Bad Oeynhausen. So, also wir starten heute mit dem Rippenmuster. Ich stricke das Ganze wie zu den anderen auch einmal mit unserem Lieblingsbobbel, das ist der Rollercoaster, und mit der Novita Seven Brothers. Das lasse ich gemeinsam laufen. Ich stricke das Ganze mit der 3,5er Nadel. So, ich zeige euch das auch wieder nur anhand von einem kleinen Stück. Ihr schlagt auch hier wieder 35 Maschen an. Die erste Reihe wird nur rechts gestrickt und denkt an die Randmaschen. Die stricken wir ja zu alle Zeit gleich. Ich zeige euch das hier nochmal anhand von meinem kleinen Stück, was ich schon vorbereitet habe. Die erste Masche wird rechts verschränkt abgestrickt. Und die letzte Masche wird wie zum Linksstricken abgehoben. So, jetzt bin ich hier einmal ein bisschen durcheinander. Zack, zack. So, und ihr strickt jetzt im Wechsel, wenn ihr die erste Masche rechts gestrickt habt, im Wechsel eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Und das über 5 Reihen. Hinreihe strickt ihr eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Auf der Rückreihe strickt ihr so, wie die Maschen erscheinen. So, und denkt immer an die Randmaschen. So, ich muss jetzt hier noch einmal, zup, 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 hab die letzte Masche gerade gesehen. Ich habe ja hier schon ein kleines Stück vorgearbeitet. So, wie gesagt, ihr strickt das jetzt 5 Reihen. Ich bin jetzt in meiner 4. Reihe. Die 5. können wir noch einmal zusammen machen. 5 Reihen, eine rechts, eine links. So, ich starte hier mit rechts verschränkt. Die erste Reihe abheben. So, und ich stricke eine rechts und eine links. Und ihr hört vielleicht den Rasenmäher draußen, der läuft schon den ganzen Tag. Also ich wohne hier in einer Sackgasse. Wenn einer anfängt, ich glaube, ihr kennt das auch, oder? Wenn einer anfängt, startet der Nächste im Haus oder im Haus hier in der Straße. Kennt ihr das auch? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Ich glaube, das ist wie so eine Sucht, ne? Der eine fängt an, der andere muss nachziehen. Also es ist wirklich schon, also den ganzen Tag. Also läuft hier irgendwo ein Rasenmäher.
So, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links und die letzte Masche, die Randmasche, wie zum links abheben. Links stricken, einfach abheben. So, das macht ihr 5 Reihen. Ich habe jetzt hier meine 5 Reihen schon fertig. Und danach kommt einfach eine 5 Reihen glatt rechts. Also es ist ein ganz einfaches Muster. Die erste wieder eine Randmasche. So, dann die Hinreihe. Stricken wir rechte Maschen. So, ihr strickt das ja über eure 35 Maschen. Die letzte Masche wird abgehoben. Und die Rückreihe stricken wir links. Einmal die Randmasche. Und hier linke Maschen bis zum Ende. Und das auch wieder über 5 Reihen. Und danach startet ihr wieder von vorne. Also das ist ja wirklich so ein einfaches Muster und es ist so toll. Ich finde, das sieht richtig schick aus. So wie zum Linksstricken abheben. So, und die Hinreihe haben wir wieder rechts. Wie gesagt, das macht ihr glatt rechts über 5 Reihen und dann wieder 5 Reihen. Einmal die Randmasche und dann eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Über 5 Reihen und wieder 5 Reihen danach in glatt rechts. Ja, das ist im Prinzip schon alles. Und so sieht das Muster dann aus. Das war schon alles heute. Heute war nicht ganz so viel. Das ist aber auch wirklich ganz, ganz schnell gemacht, das Muster. Ihr strickt das jetzt so lang, bis ihr 20 cm habt. Ich zähle einmal, wie viele Pakete wir haben. Also auch zum Abschluss strickt ihr auch hier wieder die 2 Reihen. Eine Reihe habe ich. Eine Reihe rechts. Muss einmal gucken, gar nicht wahr. Ich habe jetzt eine Reihe rechts, eine links, also glatt rechts, eine Reihe rechts, eine Reihe links. Habt ihr hier zum Schluss nochmal kraus rechts. Entschuldigung, kraus rechts. So, also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 diese Rippen. 1, 2, 3, 4, 5 und hier oben noch einmal 2 Reihen. In kraus rechts. So, wie gesagt, das sind dann 20 cm. Und dann würde ich sagen, hab viel Freude beim Nachstricken, beim Mitstricken. Wir freuen uns natürlich wie immer über das Däumchen nach oben. Das Abo nicht vergessen und natürlich die Glocke. Die müsst ihr einmal drücken, dann verpasst ihr keins von unseren Videos. Dann würde ich sagen, habt viel Freude. Tschüss, eure Bianca vom Wollhaus-Team.